Bist du bereit, dein Wissen rund um das Volumen einer Pyramide unter Beweis zu stellen? Dann bist du hier genau richtig. Falls du dir unsicher bist, was genau eine Pyramide ist und wie deren Volumen berechnet wird, dann schau dir am besten zuerst das Video Basic Pyramide Volumen nochmals an. Andernfalls kannst du nun meiner Oma bei der Befüllung ihrer Blumentöpfe behilflich sein. Wie du bereits weißt, liebt meine Oma Blumen über alles. Da sie sich so sehr über den Blumentopf in Form einer umgedrehten quadratischen Pyramide, den ich ihr geschenkt habe, gefreut hat, hat sie sich gleich einen weiteren Blumentopf mit einer außergewöhnlichen Form gekauft. Kannst du erkennen, welcher? Richtig, auch dieser Blumentopf hat die Form einer umgedrehten Pyramide, einer dreieckigen Pyramide mit einer Seitenlänge von 20 cm und einer Höhe von 40 cm. Nun befüllt meine Oma den Topf bis 2 cm unter dem Rand mit Erde. Wie viel Erde benötigt sie dafür? Pausiere das Video und schreibe dir stichwortartig die einzelnen Schritte auf, die du durchführen musst, um diese Frage beantworten zu können. Genau, als erstes musst du dir überlegen, was genau berechnet werden muss. In unserem Fall wollen wir nicht das Volumen des gesamten Blumentopfs, sondern nur das Volumen des mit Erde befüllten Abschnitts wissen. Anschließend ist es hilfreich, eine Skizze anzufertigen, um alles einzuzeichnen und sich die Aufgabenstellung besser vorstellen zu können. Als nächstes musst du dir überlegen, welche Angaben habe ich? Das weiß ich. Im Fall unseres pyramidenförmigen Blumentopfs wissen wir die Höhe sowie die Länge der Grundkanten des gesamten Blumentopfs. Im letzten Schritt hast du dir sicherlich überlegt, wie berechne ich dieses Volumen? Das Volumen des mit Erde befüllten Abschnitts kann mit der Volumensformel für Pyramiden, Grundfläche mal Höhe durch 3, berechnet werden. Doch du musst vorsichtig sein. Die Höhe und die Länge der Grundkanten des mit Erde befüllten Abschnitts sind kürzer als die des gesamten Blumentopfs und müssen erst berechnet werden. Solche Lösungswege anzuschreiben, wie du soeben gemacht hast, unterstützt dich beim Lösen schwieriger Aufgaben wie dieser. Super, falls du dir den Lösungsweg ähnlich überlegt hast. Nun bist du an der Reihe. Versuche das Volumen des mit Erde befüllten Abschnitts des Blumentopfs zu berechnen. Ich lasse dir dafür den Lösungsweg eingeblendet. Drücke auf Pause und vergleiche anschließend dein Ergebnis mit meinem. Ich möchte dir nun zeigen, wie ich vorgegangen bin. Verfolge den Lösungsweg genau, um zu überprüfen, ob du richtig gerechnet hast. Wie bereits erwähnt, wollen wir das Volumen des mit Erde befüllten Abschnitts wissen, das mit der Volumensformel für Pyramiden, Grundfläche mal Höhe durch 3, berechnet werden kann. Unsere Grundfläche stellt im Falle des mit Erde befüllten Abschnitts des Blumentopfs ein gleichseitiges Dreieck dar, dessen Fläche mit der Formel x² mal der Wurzel aus 3 durch 4 berechnet wird. Die Länge der Grundkante als auch die Höhe des mit Erde befüllten Abschnitts des Blumentopfs sind unbekannt, müssen daher zuerst berechnet werden. Da der Blumentopf bis 2 cm unter dem Rand mit Erde befüllt ist, muss die Höhe dieser kleineren Pyramide 38 cm sein. Doch wie können wir herausfinden, wie lang die Grundkante dieser Pyramide ist? Richtig! Wir können den Strahlensatz anwenden, da die beiden Pyramiden ähnlich zueinander sind. Falls du dir nicht mehr sicher bist, was der Strahlensatz ist, dann stoppe kurz das Video, klicke auf den Link und schau dir zuerst zur Wiederholung das passende Video zum Strahlensatz an. Zurück zum Beispiel. Aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Pyramiden wenden wir den Strahlensatz an. Demnach müssen die Höhen im gleichen Verhältnis wie die Seitenkanten der beiden Pyramiden stehen. Das heißt, das Verhältnis der Höhen, 38 zu 40, ist gleich dem Verhältnis der gesuchten Grundkante x zu 20. Durch Umformen der Gleichung erhalten wir somit eine Seitenlänge von 19 cm. Somit können wir nun die Grundfläche und schließlich das Volumen der mit Erde befüllten Pyramide berechnen, indem wir alle benötigten Maße einsetzen. Somit wissen wir nun, dass meine Oma ca. 1976 Kubikzentimeter Erde benötigt, wenn sie den Blumentopf bis zu 2 cm unter dem Rand mit Erde befüllt. Nun
bist du am Ende des Lernzyklus angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich, gemeinsam die Welt der Pyramiden zu erkunden. Bis bald!